Hallöchen, meine lieben Freunde, und Happy Halloween in Splatoon 2 Online. Und nun beginnt jetzt die große Splatfest Splatoon Version. Also genau gesagt in den Halloween Version. Und was ich hier so am meisten gefällt, sind die Surfschienen. Direkt aus der Story Mode von Splatoon 2. Gefällt mir. Aber jetzt zurück zu einem anderen Thema. In Instagram hatte mir einer gefragt, und da zum Beispiel hatte gebettelt, ob ich mal einen 15 Euro Karte von meinem Geld ja holen und schicken kann. Nein, der hatte mich so, der hat mich gebettelt, der Imad in Instagram, und er sagte, ich soll das zu seinem Geburtstag nämlich hier schicken. Also das ist jetzt überhaupt nicht mehr so normal, nicht mehr so normal von denen hier. Also der hatte mir eine 25 Euro Karte gewünscht von mir, dass ich von mir, von meinem Geld hole. Also sowas geht es gar nicht mehr. Ja, tut mir leid, jemand, aber da musst du jetzt leben. Oder wenn die andere sagen so, ne, das würde ich ja lieber nicht sagen, weil das merken die Haters hier. Irgendwie nervt mich die Roller. Und was, also das ist nicht in Ordnung, was einer macht. Einer bettelt um Geld, also Geld für den 25 Euro Karte, und schon weg. Mein ganzer Geld weg. Also so geht das überhaupt gar nicht mehr. Also das sollte unbedingt mal wegmachen. Also ich kaufe das für ihn nicht. Und ich werde es auch keine Adresse und keine Straße sagen. Weil das ist nämlich verboten. Auf jeden Fall verboten. Also muss ich das mal so erstmal schaffen, weil sieht ein bisschen schlecht aus hier. Schnell. Sperren, schnell! Okay, ja. Und ich glaube. Ah, oh, verdammt! Wieder mal das erste Mal verloren. Naja, ich mache jetzt sowieso einen kleinen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder in den Runde 2 in Splatoon Splatfest. Bis gleich. Verschlager in Splatoon 2 Online im Splatfest Splatoon. Und los geht's auch. Jetzt zum anderen Thema. Und zwar hier neue Spiele. Weil im nächsten Monat kommt nämlich hier auf PlayStation 4 der neue Spyro-Spiel, also Region Trilogy, also die verbesserte Version von Spyro. Ich bin ja mal gespannt, wie es auf der Switch kommen sollte, den Spyro. Und dann hier am nächsten Monat kommt ja auch Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Werde ich auch auf jeden Fall spielen.
Und boah, Alter. Das war jetzt fies. Und im nächsten Monat, am 9. November, kommen auch noch hier die neuen Amiibos. Diesmal die Octolinge aus Octox Expansion. Naja, und da war nicht so meistens nicht so der, was der so ein Octoling Squid hier so da dargestellt hatte. Das war dieses Maskottchen, was da gezeigt hatte, das, was mein Inkling Girl hier, Suzanne, einen Albtraum gehabt hatte vor einem Maskottchen. Und deswegen habe ich über meinen Traum und über dieses Maskottchen aufgeregt, weil ich dachte, dass wenn der Agent 8 Rüstung kommen sollte auf den auf so ein Amiibo, aber leider ist der Traum völlig im Eimer gesunken. Es gibt dort kein Agent 8 Rüstung in den Amiibo drinne. Bei den Mädchen ist nämlich der Hexen-Outfit, bei der Junge ein Ritter und den Squid dieses Maskottchen-Anzug. Mann, was habt ihr euch dabei gedacht, Nintendo? Ihr hättet doch den Agent 8 Rüstung eingesetzt haben und nicht dieses blöde Maskottchen drauf. Also ich bin jetzt sowas mal ein bisschen enttäuscht von denen hier. Also das lässt sich manchmal, alle Leute haben es auch richtig sofort wütend gemacht, dass es keine Agent 8 Rüstung gekommen ist. Und ich glaube dazu, dass ich wütend war und traurig und geweint habe, dass ich den völlig verloren habe und ja, und keine Agent 8 Rüstung. Und das sieht dann natürlich schlecht aus, dass wir schon wieder verloren haben. Ja. Tut mir leid, Freunde, weil ich bin nämlich ein bisschen traurig wegen die Rüstung, was ich immer so gerne mal für mein Inkling Girl oder mein Octoling gerne mal haben möchte. Es lässt sich nicht mehr ändern. Ich bleib sowieso ein bisschen traurig und so gegen die Rüstung. Diese Maskottchen mag ich nicht sicher. Also bis gleich, meine Freunde, in der nächsten Runde. Und die dritte Runde, Steinköller Grube in Splatoon. Und zwar, ich habe vergessen, die Thema zu sagen hier, Saures gegen Süßes, und ich bin beim Sauren. Naja, weil ich bin beim Salzig nicht so sehr, aber ich mag ja nur die sauren Gummiwürmer hier von Trolli, die ich immer so gerne immer esse. So. Die Werbung Trolli finde ich am meisten immer richtig witzig. Der sagt immer so Trolli-Alarm! Und da verwandelt sie die ganz langweiligen in richtig lustigen. Also solche Gummikühe und Gummiwürmer. Und da gibt es auch solche Augen von Trolli. Und ich will wieder davon essen, aber ich esse das jetzt auch nicht. What the Double Kill? Nehme ich auch auf. Und ja. Nein! Vergiss es. Einfach. Aber zurück zum Thema bei den Rüstungen. Bei den Hexenrüstungen, naja, gefällt mir auch richtig sehr, weil den Octoling Girl als Hexe finde ich am meisten echt richtig süß gemacht. Aber das Maskottchen. Oh, nein! Verdammt! Keine Tinte alle. Aber den Maskottchen und den Ritter. Nee, gefällt mir nicht so. Aber beim Abtilling Squid hätte es mal lieber mal den Agent 8 drauf machen sollen. Und leider ist der Traum völlig geplatzt. Geplatzt wie ein Kugel voller Octoling-Tinte, also die grünen Octoling-Tinte, und völlig explodiert oder versunken. Alles nur verloren.
Ja gut. Der Turm war also so immer so zerstört. Ich hatte natürlich auch so beim Salomon gedacht, der so dieses Octoling-Rüstung aus Splatoon 1 gerne mal hier haben sollen, aber das war leider auch mal ein... Naja, ich hätte mal so gerne mal so wie das Easter Egg eines Splatoon 1 hier so gedacht habe, aber leider ist auch der Traum zerstört. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Aber es sieht jetzt auf jeden Fall noch gut aus. Besser als vorher. Wow, Alter! 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 Tschüss! Ja gut, sieht gut aus. Aber das ist auch gut. Ja gut, meine Freunde, da beende ich wieder mal den Part Splatoon 2 Online und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Part im Splatfest. Aber es kommt da noch eine Spezialfolge in Halloween Edition. Also Halloween Spezialfolge, da sehen wir uns bald wieder. Also bis bald!